Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine zuckersüßen Kamelzüchter? Also eigentlich könnte ich mir jetzt einen Jackson... Aber ich wollte nicht, weil das ist haram. Erstmal ja, ich weiß, ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä, wie kann es sein, dass Arvin gerade so frisch ist, ne? Die Friseure müssen ja eigentlich gesetzlich seit Mittwoch geschlossen sein. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich scheiße aufs Gesetz, ich mach, was ich will. Habt ihr gesehen, was für ein G? Das ist klick, klick, bababa. Wie auch immer, ja, wir fangen so über jedem Video traditionell an mit dem Top-Kommentar vom letzten Video, okay? Heute mal was ganz Klassisches, und zwar, was reimt sich auf Silvester? Richtig, Streicherorchester. Sex mit Schwester. Ja, Leute, heute gibt's nach 2 Monaten endlich mal wieder was über Bekir. Also, ich habe ihn schon vermisst, ne, ohne Spaß. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass er jetzt eine Freundin hat. Ja, Leute, es sind nicht 7 Weltwunder, es kam noch ein 8. dazu. Herzlichen Glückwunsch, Bekir, an der Stelle. Ich küsse auch dein Herz, Bro. Gib mal ein paar Tipps, Digga. Wie hast du es geschafft? Ich will halt auch eine Freundin, ne? Ich meine, ich habe auch alles versucht, von Rosen und Pralinen bis hin zu K.O.-Tropfen, so. Ist echt nicht einfach. Die Wahrheit über meine Beziehung. Warte mal, hat er nicht vor kurzem erst mit seiner Ex-Freundin telefoniert? Muss aufpassen, dass man Nummer nicht sieht. Wenn man anruft, dann sieht man... Ja, Döner. Service Mehmet, dein bester Freund, beim ersten Biss wird deine Schwester feucht. Was kann ich für sie tun? Sex mit Schwester. Natürlich ist das Video mit seiner Freundin wieder mehrere Wochen her und ich komme hier wieder so als letztes angetanzt. Übrigens ist das Ganze, so wie schon tausendmal erwähnt, Humor, ja. Also ich beleidige hier niemanden, weder Bekir noch irgendjemand anderen. Deswegen Kuss an alle. So, ich würde mal sagen, wir gucken mal an, was Bekir da hochgeladen hat, ja. Aber vorher brauche ich mal kurz eure Aufmerksamkeit, weil ich euch ganz kurz ein sehr, sehr wildes Spiel zeigen will. Okay, jetzt passt auf. World of Warships ist mit seiner kranken Grafik und seiner realitätsnahen Spielmechanik das Marinespiel Nummer 1 und das weltweit. Oh mein Gott, Digga. Was habe ich getan? Deine Freunde zu Hause bei der Mann. Werde jetzt Kommandeur deines eigenen Kriegsschiffes. Die World of Warships Flotte enthält über 200 Schiffe, die bis in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Wenn ich komme, gibt's eine Detonation. Bei World of Warships gibt es mehr als 10 Nationen, zwischen denen ihr wählen könnt. Wasser. Es gibt im Max Fahrt. Du kannst außerdem ein Team bilden, Freunde einladen und deine eigene unbesiegbare Division erstellen. Hey Bro, wollen wir mal eine Division in World of Warships? Wenn ihr mich supporten wollt, und das wäre der größte Support, den ihr dieses Jahr für mich machen könnt, dann registriert euch bitte über den ersten Link in der Videobeschreibung bei World of Warships. Das geht nur am PC oder am Laptop. Das dauert nur 5 Sekunden und das geht auch über Google, Twitch, Amazon oder Facebook. Supporte mich, registriere dich und beginne jetzt deine Marinekarriere bei World of Warships. Lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los, okay? Los geht's! Los geht's! Ich bin halt mega glücklich, wisst ihr, ihr müsst einfach so denken. Ich hatte immer so mein Gedanke, dass ich niemals eine kennenlernen werde, aber man muss Geduld haben. Mit der Geduld kommt alles. Ich hätte zum Beispiel wirklich niemals... Als hätte er jetzt so Friedensnobelpreis oder so gewonnen. Aber ja, selbst gegönnt, ja. Ich finde das so witzig, wirklich so... Ich frage mich, wie ist das bei Bekir? Wacht er auf und denkt sich, ich brauche eine Freundin. Aber Bekir hat anscheinend schon viele Freundinnen gehabt, ne? Ohne Spaß, Bruder, was los? Gib mal ein paar Stück ab. Erstmal Stücke ab, so eine richtige Megatranche. Ein kleiner Tipp von mir, und zwar, ihr dürft niemals aktiv Frauen suchen. Ihr müsst eher chillen und warten, bis der richtige Zeitpunkt da ist, ja? Und dann feuert ihr euren Schuss ab, versteht ihr? Aber was, wenn sie entkommt? Sie hat die bessere Position. Sie wartet, bis wir etwas machen. Ich hole mich aus. Ja, jetzt werde ich euch zeigen und apropos, ich habe wirklich, wirklich... Boah, Digga, chill mal, ist iPhone 12 Unboxing oder deine Freundin? Jo, entspann dich doch. Ja, komm jetzt. Hey. Ja, das ist meine Freundin. Hi. Die schämt sich. Oh, voll süß. Oder ohne Spaß, ich freue mich für ihn. Ich werde es nicht reinscheißen oder so, aber denkt ihr, deren Kinder kriegen auch so, ihr wisst schon, so Türkische Airlines Augenbrauen. The best fly with... Den mit Salz, ja, sogar. Nein, aber Real Talk, so, ich wünsche denen schon so das Beste und ich gönn's denen auch, ne, gar keine Frage. Aber Bruder, ich küsse doch dein Herz 2 Monate zusammen und du sagst Seelenverwandt, Digga, was hast du getan? Erstmal, es gibt sowieso Dinge, die viel wichtiger sind als eine Freundin, ja, zum Beispiel... Grillzangen, Rostheber und solche Schichten, sollte man gucken, dass man es da hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn die sich trennen sollten, dass Bekir hier wirklich komplett am Ende sein wird, ne? Aber abgesehen davon, ich würde meine Freundin, mit der ich zusammen wäre, niemals auf YouTube zeigen, ne? Einfach aus folgendem Grund. Und zwar, ich zeige im Internet halt wirklich ungerne Familienmitglieder von mir, wisst ihr? Die schämt sich halt mega. Weil die war... Warst du schon mal auf Kamera so irgendwie? Nein, noch nie, gell? Nein? Halt, hä, so. Also, nein. Die schämt sich halt mega. Digga, ich hab's so gesehen, ein paar Leute haben die Freundin voll beleidigt und so geschrieben, die ist hässlich und so. Ey, Jungs, scheiß doch nicht rein, ne? Wisst ihr, was ich an der wirklich hübsch finde? Sie hat voll das symmetrische Gesicht, Digga. Ich mein, guck mal, bei mir war's das. Hier ein Auge guckt nach da, das andere nach Asien. Stichwort Symmetrie, habt ihr eigentlich schon gelernt, wie man einen perfekten Kreis zeichnet? Erst mal ich den Kopf, dann radiere ich ein paar Details weg und dann 1, 2, 3. Das ist eine richtige Heuchlermuskel. Nee, aber ey, die Leute, die sie beleidigen, sind genau dieselben, die mehr Pickel am Arsch haben, als es Planeten in unserem Sternsystem gibt. Komplett ehrenlos sowas, Digga. Lass sie doch einfach. Ach ja, habt ihr zufällig was gegen Arschpickel? So erlebt habe bei uns, lief das irgendwie so ganz anders ab, wie halt in so Beziehungen vorher. Das
hat irgendwie alles so voll schnell gut funktioniert irgendwie. Wir haben uns irgendwie auf Anhieb richtig gut verstanden. Digga, sie steht das erste Mal vor der Kamera und sie redet selbstbewusster als ich damals nach 3 Jahren YouTube. Stark, Junge, Respekt. Also ohne Spaß, ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte jetzt niemals damit gerechnet. Puh, das war gerade eine richtige Überraschung für mich, ne? Ohne Spaß, Schock. Ach, mach auf. Ja, ich mach auf. Er war Emanuel Anna. Ja, also ich bin Annemarie, ich bin 20, ich komme aus Stuttgart, so. Ja, passt, oder? Bruh. Ja, ihr könnt schon merken, sie schämt sich halt mega, Mann. Hä? Digga, sie hat sich doch ganz normal vorgestellt, Digga, wo schämt sie sich bitte? Ist halt typisch Bicky, ne? Der hat wirklich so seine eigene Art, so. Gefällt mir aber, ne? Schreib mir, wenn du Single bist. Nochmal zu dem Verhältnis zwischen mir und Bicky. Viele denken ja so, wir hassen uns oder so. Nein, Leute, alles easy, macht euch keine Sorgen. Wir sind wirklich gute Freunde, also denke ich. Wir würden uns auch niemals beleidigen, wenn wir jetzt so nebeneinander stehen würden, ja? So wie gewisse 2 andere Leute. Gesagt, welche Landsfrau sie ist, okay? Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit, um es zu kommentieren, okay? Kommentiert jetzt, welche Landsfrau sie ist. Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit. 1, 2, 3. Sie ist Polin. Ey, ich bin gerade am überlegen, ob ich mit meiner zukünftigen Freundin auch so ein YouTube-Video drehen sollte. Okay, wir sind jetzt schon seit gestern zusammen. Ich will, dass wir ein YouTube-Video drehen. Hast du vielleicht eine Idee? Hören Sie, bitte lassen Sie mich einfach in Ruhe. Sie haben mich entführt und mich hier gefesselt. Ich halte es nicht mehr aus. Perfekt, eine Entführungsstory, ja. Damit können wir unser erstes Video gut starten, ja. Das hört sich doch gut an. Lassen Sie mich doch einfach gehen. Die Polizei sucht doch bestimmt schon nach mir. Was soll das? Nicht so schnell, ich schreibe noch das Script. Gib mir eine Sekunde. Sie kommt dafür ins Gefängnis. Oh, du bist echt kreativ. Oh, ich bin der echte Mr. Krabs. Ravioli, Ravioli. Komm, wir machen zum letzten Mal diese Insta-Werbung. Für nächste Woche überlege ich mir dann was Neues, okay? Another Arab Gang! Erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ist auch echt eine lustige Story. Ja, und meine Freundin nervt mich halt immer mit ihrer Haarfarbe. Ob's sie es so lassen soll oder noch heller. Erzähl mal so dein Problem. Stichwort Haarfarbe. Falls ihr irgendwelche Mädchen zugucken kommt, seid mal bitte ehrlich. Färben Mädchen wirklich ihre Haare manchmal einfach so, weil denen langweilig ist? Digga, was ist das? Ich habe sowas so oft gehört. Also denkt jetzt nicht so, ne? Weil mir ist die Haarfarbe von dem Mädchen eigentlich relativ egal. Ja, sie muss eh Kopftuch tragen. Ach, Fabi, du machst mir ehrlich immer wieder Freude. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich voll das süße Paar, ne? Auf jeden Fall, mit Charla bleiben die lange zusammen und trennen sich dann. Wenn ihr mich süßer findet als dieses Paar, dann lasst auf jeden Fall ein Like da auf dieses Video, wenn ich euch auf mit YouTube. Ihr kennt das Spiel, passt auf euch auf und vergesst niemals. Besser gibt's im Baumarkt zu kaufen, Lexus-Spray immer ansprühen. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben. Ravioli, Ravioli, gib mir die Formel, Loli.